Folge hier zu OMSI, dem Omnibus-Simulator, also OMSI 2 natürlich mit dem DLC-Busbetrieb. Und ja, wir sind reichlich Verspätung, hatten uns auch noch verfahren gehabt, ganz toll. Wurden geblitzt in der letzten Folge, also besser kann es hier echt nicht laufen für uns. Nee, bin ich noch nie lang gefahren. Da steht wieder ein Blitzer. Auf der rechten Seite, seht ihr, an dem blauen Fahrzeug. Ja, leider kommen wir hier nicht so ganz aus unserer Misere hier raus. Wir werden nur Verspätung hier einfahren. Tja, kann man nicht ändern. Aber die erste Tour, die wir hatten, die war eine Glücksfahrt. Eine Glücksfahrt. Oh, fahr doch! Mensch! Das ist Lahmarsch hier rumgekraucht. Das nervt mich auch als echter Autofahrer. Von 22 bis 6, wir können fahren. Mussten den ja überholen, den signalisieren, dass wir reinfahren, damit er abbremst. Offiziell haben wir zu spät erreicht. Die Haltestelle. Hallo, einen normalen Fahrschein bitte. Ja, das war so klar, dass du jetzt hier noch einen Fahrschein haben willst. Thank you.
Mensch, Mensch, Mensch. Du musst ihn ganz schön heizen hier gerade. Ja, es hat gerade ziemlich viel Zeit gekostet alles. Und dann die Ampel natürlich hier auch noch dazu. Die wir hier auch noch haben. Aber ohne Unfälle bis jetzt, wo wir wenden mussten und alles, sowas. Chaos pur, sage ich euch. Schade. Will jetzt keine so gute Bewertung, weil wir halt eindeutig zu spät sind. Oh Mann. Aber ich finde sowieso, dass der DLC hier gerade mit Zeiten ist sehr super eng bemessen. Einen normalen Fahrschein. Ja, weißt du, dicker Schirm, du kommst jetzt wieder an hier mit. Danke. Ja. Er muss jetzt hier wieder einen Zehner bezahlen. Bin gar nicht lang gefahren. Das ist ja der Wahnsinn. Ich wusste gar nicht, dass es so eine Straße gibt. Da kriegt der DLC auch echt einen hohen Wiederspielwert. Hallo. Hallöchen. Krieg die Zeit nicht mehr raus, definitiv nicht. Beginn der Umleitung, sagt er. Was für eine Umleitung? Ich habe nichts gehört hier. Funksprüche wären doch cool von anderen Busfahrern, wenn man das hier noch irgendwie einbauen könnte. Die zum Beispiel halt, der so ein. Dieser. So ein Sprachchat, der dann zum Beispiel sagen kann: Pass auf, da und da ist jetzt so zum Beispiel der Blitzer oder sowas, ja? Das wäre doch ganz cool. Bleib doch mal da stehen, einfach. Ey, komm. Alles Quatsch jetzt. Die haben gesagt, mit Toleranzgrenze und alles sowas.
bei 54 blitzt der Blitz da noch nicht. Dies Quatsch. Mann, nee, jetzt wurden wir schon wieder geblitzt. Gibt's doch gar nicht. Aber jetzt sind wir 4 km/h schneller gefahren. Also, naja. Davon werden 2 km/h abgezogen, 2 bis 3 km/h, also sind wir 1 bis 2 km/h zu schnell. Yes, 15 Euro. Hauptsache, der Staat kann wieder Geld kassieren. Da ist er natürlich, da hält er sofort die Hand auf. Mann, ey. Wär doch grün. Fluorophil, richtiger Busfahrer, wa? Was ist denn die Haltestelle? Hä? Muss ich dann doch dahin? Oder? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ne, ist falsch hier. Tja, irgendwie. Okay, gut, er hat jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wir drücken jetzt hier oben auf dem Menü, Fahrt abschließen, so, und jetzt kommen die Haltestellen, so, pünktlich, Haltestelle verspätet eine, Pünktlichkeit 93%, das ist immer noch okay, Verkehrsunfälle haben wir 0, 100%, super, gefahrene Strecke sind wir 6,5 Kilometer, verkaufte Tickets haben wir 13,50 Euro, Fahrgast, aber unser Fahrstil ist besser geworden da. Immerhin 23%. Wir hatten das erste Mal, waren wir bei 8%. Das nehme ich doch mit. So, wir haben zusammen eine Bewertung von 87% bekommen. Und 986 Euro plus 79 Euro Steuern von deinen 394. Wow, wir bekommen ganze 315 Euro. Das ist ja wohl lächerlich, ganz ehrlich. Lächerlich. Aber naja, was wird's machen? So, jetzt muss er erstmal wieder in den Betriebshof laden wahrscheinlich. Da geht er jetzt direkt in den Online-Modus, ich weiß es nicht. Weil das könnte nämlich eine Weile dauern, bis er den jetzt wieder lädt. Aber naja. Ja, Fall abgeschlossen. Immerhin noch relativ gut, muss ich dazu gestehen. Wir haben zweimal geblitzt. Wie das natürlich aussieht, werden wir dann natürlich auch später. Wir haben uns einmal verfahren, aber das haben wir auch noch im Griff bekommen. Aber dadurch, denke ich mal, werden wir uns diese extreme Verspätung eingehauen haben. Aber habt ihr gesehen, eine Haltestelle war zu spät erreicht. Das ist okay. Ja, das ist immer noch im Schnitt. Ja, solltet ihr einen Auftrag annehmen und ihr könnt ihn nicht fahren, zeitlichen Gründen, oder ihr schafft es einfach nicht, weil euer Computer kaputt geht oder sowas, habt ihr hier Verdienstpunkte, nennen die sich hier. Die werden davon getilgt. Könnt zum Beispiel, wenn andere Fahrer
die Tour nicht fahren können, ja, aus irgendwelchen Gründen, könnt ihr sie nehmen und ihre Punkte praktisch einsacken, dass wenn ihr irgendwann mal nicht fahren könnt, dass der andere Spieler zum Beispiel wieder machen kann. So ist das hier geregelt. Solltet ihr das zu oft machen, bezahlt ihr irgendwann euer Ingame-Geld. Und wenn das natürlich pleite ist, dann ja. Ich glaube, euch können die Firmeninhaber hier auch kündigen, ja, wenn ihr natürlich zu viel Quatsch macht oder sowas. So, also wir sind wieder hier. Jetzt können wir hier zurück zum Hauptmenü. Weil wir haben heute super gefahren. Postfach noch null. Ja. Gibt's nichts Neues. Wir können ja natürlich kündigen und sonst irgendwas so. Warte mal gucken, ob er das Geld. Er zählt das Geld hier einfach nicht. Ich finde jetzt, wir haben jetzt auch noch nicht mal irgendwie eine Meldung bekommen, dass wir den jetzt abgeschlossen haben, irgendwie diesen. Wisst ihr, was ich meine? Ich werde mir das jetzt nochmal ein bisschen in Ruhe angucken und wir sehen uns hoffentlich. Ach, da sind wir ja schon. So, jetzt muss ich mal hier. Wenn er sich jetzt nicht aufgehangen hätte, wäre ich jetzt nicht hier hingegangen und hätte jetzt mal geguckt, weil der Computer müsste mir ja anzeigen, was los ist. Werden wir mal kurz erwarten. Hat mich gerade ein bisschen auch gewundert, weil er ziemlich schnell fertig war mit dem Laden. Sonst, ja, würde ich einfach sagen, sehen wir uns morgen vielleicht zur nächsten Folge Omsi hier wieder. Würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und mir wieder Kommentare da lasst. Sowie ein Däumchen, wenn er wollt. So, jetzt hat er. Okay. Ja, lasst mich doch mal bitte hier an den Computer ran. Danke. Ich will nämlich gucken. Also, es muss ja irgendwo jetzt. Da. 315 Euro. Wir haben aber. Wir haben keine EPs bekommen. Fahre 5 Touren ohne Unfall. Fortschritt 2. Also. Ohne Verfrühung, Verkauf 59. Er zählt sie mit hier. Also die Fahrt, die war nicht ganz umsonst gewesen. Wie gesagt, hier oben haben wir unsere Finanzen. Rechnung verwalten. Blitzer. 35 Euro. Bist du... So. Bezahlen. Bezahlen. Oh, guck mal hier, was die hier haben wollen. Versuch für Genehmigung. Boah. Rechnung muss innerhalb von 7 Tagen bezahlt werden. Alter. Wieso wollen die da so viel Geld von mir haben? Geld an Betrieb senden. 54 km/h, guckt euch das an, ja, so lächerlich. Beschreibung. 315 Euro. Ja, also ich weiß nicht, warum ich denen 2000 Euro bezahlen soll. Auch im Rang ist überhaupt nichts passiert. Ja, doch, hier. Ah, guck mal hier, Genehmigung, 2 von 2. Sollen nur noch 1000 Euro verdienen. Ja, gut, werden wir wohl noch machen. Wir haben ja bestimmt hier noch den einen oder anderen Auftrag, den wir hier definitiv machen können. Aber ich finde das halt extrem wenig Geld, ja? Oder, was haben wir hier, Bonustouren? Hier irgendwas? Umlauf verfügbar. Waldschenke nach Teltow Bahnhof. Linie 601, X1, Umlauf 61.